Hallo, willkommen zurück zu meinem Dungeon Keeper Let's Play. Ja, für diejenigen, die meinen Drachensang Let's Play nicht verfolgen, sage ich es hier auch nochmal. Ich war in der letzten Zeit etwas krank und konnte nicht aufnehmen, deswegen gab es so eine lange Pause. Aber jetzt geht es endlich weiter. Also, wir waren bei Mission 16 stehen geblieben und nähern uns jetzt also langsam der Zielgerade. Also, nur noch 5 Missionen. Also, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Fürstentum Steinfeste. Endlich hat sich der König entschlossen, selbst gegen euch vorzugehen. Hier im Fürstentum Steinfeste. Er sammelt eine gewaltige Streitmacht, die euch vernichten soll, unter der Führung seines besten Generals, Fürst Reinhardt. Eine riesige Festung wurde errichtet, in der er seine Legionen sammelt und ausbildet. Doch diese Burg hat eine Schwachstelle. Nutzt sie, um hineinzukommen. Versteckt euer finsteres Reich vor den Helden und erobert Reinhardts Reich direkt vor seinen nichtsahnenden Augen. Ja, das klingt nach einer schon mal ziemlich schwierigen Mission. Wir wissen ja, für nochmal zur Erinnerung, Reinhardt ist die rechte Hand des Königs und hat sogar Nemesis in die Flucht geschlagen, so wie es aussieht. Also wird das schon ein ziemlich heftiger Kampf werden. Aber legen wir mal los. Hütet euch. Der König hat nun eine große und mächtige Armee gegen euch zusammengezogen. Eine riesige Festung wurde errichtet, in der er seine Legionen sammelt und ausbildet. Und eure einzige Hoffnung ist es, die Schwäche dieser Festung zu finden. Ihr müsst in den düsteren Gängen unter Fürst Reinhardts Schloss euren Dungeon errichten, denn dort wird er ihn niemals vermuten. Blitzfalle. Geheimtür. Ja, klingt alles soweit ganz toll. Abgesehen von der Tatsache, dass wir kein Portal haben und dass wir auch sonst nichts haben. Wir haben nicht mal Was haben wir überhaupt, wenn ich fragen darf? Und gut, wir haben hier Gebiete zum Freigraben. Die graben wir doch gleich mal frei. Mal sehen, was wir da so finden. Holen uns gleich einen Imp zur Verstärkung. Und hoffen einfach mal das Beste. Nun, dieser Ausgangspunkt ist entweder ordentlich mies oder ordentlich gut. Ich kann es nur noch nicht einschätzen. Ich meine, wir haben gar nichts außer diese Wächterkanone. Und hier haben wir einen Elfen herumstreunen. Und noch Diebe. Also, der Ausgangspunkt ist nicht gerade rosig. Wir haben Wächterfallen. Das ist das Einzige, womit wir uns verteidigen können. Hier steht ja eigentlich alles möglich, also hier steht. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Nö, braucht man nicht. Also noch nicht. Wenn, dann können wir diese Schatzkammern einnehmen. Naja. Versuchen wir einfach mal unser Glück. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Wenigstens, wir warten stundenlang, bis wir 10.000 Mana für den
100.000 Mana für den Horny hätten. Aber das würde ewig dauern, glaube ich, bei dem Mana-Ausstoß, den wir haben. Hier können wir uns reinbuddeln, ohne dass wir die gerade den Elf da... Eure Geschöpfe werden verhungern, wenn ihr ihnen keine Hühnerfarm baut. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Da haben wir ein Gefängnis, da haben wir eine Bibliothek. Ich weiß nicht, ob wir auch irgendwo einen Schlafsaal hätten. Ihr habt eine gegnerische Werkstatt erobert. Hier stehen überall Geheimtüren rum, deswegen Geheimtür bleibt verborgen. Das bauen wir gleich beide hier rein. Die umgebenden Wände. So, jetzt haben wir eine Geheimtür, durch die sie nicht so leicht... Boah. Was zur Hölle? Halt! Wer ist da? Ah ja, okay, jetzt kapiere ich langsam, wie das hier funktionieren soll. Wir müssen das ein bisschen heimlich machen und uns hier überall durchgraben. Am besten setzen wir hier auch noch eine Geheimtür hin. Wir haben ja genügend Geheimtüren eigentlich. Und einen ziemlich angeschlagenen Troll. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Sperrt mal bitte die Geheimtür so. Ihr braucht einen Friedhof, um eure Leichen zu stapeln. Ah ja, ich sollte mal einen kleinen Schlafplatz bauen. Und eine kleine Hühnerfarm. Da reichen gerade mal die Sachen hier aus, die ich hier habe. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Ja, ist schon gut. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. So, jetzt müsstest du aber zur Hühnerfarm und zum Schlafsaal kommen. Wir müssen uns wirklich hier außen rumgraben und die Hauptarmee vermeiden. Und den da umkloppen. Den können wir umklopfen, den mehr vermisst sicherlich keiner. Ach, da ist noch ein Wachposten dahinter gewesen. Na, noch nicht die Tür kaputt machen. Ach, Mist. Das mit der Tür kaputt machen ging jetzt echt in die Hose. Mach den gottverdammten Magier kaputt, der nervt mich. So. Jetzt können die Imps das einnehmen und jetzt können wir dann da eine Geheimtür setzen, um den Schaden zu begrenzen. Oh Gott, da hat jemand die Geheimtür entdeckt.
Das ist wiederum doof. Müssen wir uns sofort drum kümmern. Können wir nicht, weil wir da nicht durchkommen. ein Imp, der den Troll rettet. Eine gegnerische Bibliothek erobert. Da ganz schnell eine Geheimtür hinbauen. Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Mist, wir haben eine Falle ausgelöst. Ihr bleibt schön dahinter. So. Graben wir mal hier rum. Mal gucken, was wir da. Nein, nein, nein. So machen wir das nicht. Ich gucke erstmal mit bösem Blick nach, was hier ist. Und hier ist ein Magier. Und daneben sind Teufler und schwarze Ritter. Okay, in die Richtung wird definitiv gegraben. Und irgendwann haben wir dann auch sicherlich die Gelegenheit, mal Horny zu rufen. Wir müssten aber auch irgendwie mal an die Schatzkammern rankommen. Ich rufe nochmal zwei Imps. Dann machen wir gleich drei draus. Langsam füllt sich ja unser Mana. Die Gemeinheit mehr oder weniger Eure ist ja. Geschöpfe kommen nicht zur Bücherei. Ja. Oh, wir können sogar einen neuen Zauber lernen. Dann mach das mal. Ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Da geht's zur Lava. Aber ich glaube, da können wir uns gar nicht langgraben, oder? Nee, da ist solider Fels. Höchstens hier rum. Lieber erstmal in die Richtung weitergraben. Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Sag bloß, du hast vor der Wache Angst. Na, dann übernehmen wir das mal. Naja, du bist halt ein Goblin. Von dir bräuchten wir 10, dass ihr mutig wärt. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. So, jetzt haben wir einen schwarzen Ritter. Mit dem können wir doch schon mal einiges anfangen. Der Teufel regt sich tierisch auf. Da könnten wir mal weiter gucken. So eine Lava-Umgehung ist doch immer was Interessantes. Währenddessen spähe ich mal kurz hier die Gegend aus.